Wir haben heute den 4. April. Es wird langsam Zeit, dass die Kartoffeln in den Boden kommen. Und dabei nehme ich euch jetzt mit. Erstmal habe ich meinen selbstgebauten Pflug geholt. Dem ziehe ich die Erdreihen, wo die Kartoffeln reinkommen. Der muss wohl selbst geschmiedet sein. Also das Ding ist echt perfekt. Also ich habe noch keinen so guten Kartoffelleger oder vielmehr Pflug, den ich per Hand bedienen kann, gesehen. Also das Ding ist echt sein Geld wert. Das ist auch schön schwer, weil hinten ein Stück Eisen dran ist. Und das ist echt top. Ich habe zwei Sorten Kartoffeln. Einmal die Jelly, einmal die Laura. Und eine Sorte, das ist ein Versuch. Die sind vom Edeka. Die habe ich einmal keimen lassen, halbiert und auch in die Erde. Mich interessiert einfach mal, was da jetzt rauskommt, auch an Mengen. Es ist ein wunderschönes Wetter. Es soll die nächste Zeit warm bleiben. Dann habe ich jetzt entschlossen, die Kartoffeln kommen in die Erde. Und ich denke mal auch morgen noch die Zwiebel. Aber ich habe wieder ein neues Projekt am Laufen. Das Video seht ihr dann auch noch. So, da seht ihr den eingeschweißten Keil. Der ist richtig schwer und das macht den Pflug so besonders, weil er drückt sich richtig in den Boden rein. Der wird auch immer nach Gebrauch gleich eingeölt, dass er nicht anfängt zu rosten. Und jetzt fange ich an, die erste Reihe zu ziehen. Ohne große Kraft, weil der Keil an sich ist schon so schwer. Das geht wunderbar. Ja, das wiederhole ich circa dreimal, damit halt der Grabe schön tief ist. Nicht allzu tief, aber ich vermute mal, das mache ich schon richtig so. Das Ganze habe ich am frühen Morgen gemacht und ich habe da schon gemerkt, heiliger Gott, es wird schon ganz schön warm. Und ich muss halt jetzt mittlerweile sagen, es ist schon wieder viel zu trocken. Ich vermute mal, es gibt wieder so ein schönes Dürrejahr, die letzten zwei Jahre nach. Ich bin froh, dass ich im Februar mein Fässerchen angeschlossen habe und ich schon ca. plus minus 3000 Liter Wasser zur Verfügung habe, damit ich die Pflänzchen gießen kann. Jetzt habe ich erst einmal die Räche geholt. Damit ich den Grabe ein wenig breiter machen kann, packe ich den noch mal aus. Was man hier alles findet. Ein Uhrzeitstock. Ja. Also, der Graben wird noch ein wenig breiter gemacht, damit ich die Kartoffel schön hinlegen kann. Das räche ich mir einfach raus. Und ich muss halt auch sagen, so Gatterhacke hat schon was für sich. Da gibt es Unterschiede. Einmal eine Hacke und eine Fräse. Die Fräse macht das ganze Material an für sich noch ein bisschen feiner. Und die Gartenhacke, die ich habe, die hackt das praktisch einfach nur mal durch. Und somit bleiben auch immer mal so ein paar grobe Erdbrocken übrig. Jetzt versuche ich verzweifelt den Recher hinzustellen, was mir auch nicht gelungen ist. Jetzt werde ich ihn doch nebenhin legen. So, hier seht ihr jetzt die erste Sorte. Das ist die Pflanzkartoffel Laura. Habe ich das erste Mal dieses Jahr. Mal ausprobieren, wie die so schmeckt. Lad schnell wieder alles platt mit deiner dicke Fäust. So. Wichtig ist immer, das muss nach oben zeigen. Immer diese Auswüchse nach oben. Und jetzt gehe ich her und setze die. Also sprich, die Keimlinge müssen immer nach oben zeigen. Abstand. Das Brummen im Hintergrund ist übrigens ein Bagger beim Nachbarn. So, wenn jetzt ein nach der anderen da neu gesetzt. Auf dem Feld mischt das eine Maschine mit dem Traktor davor. So wurden schon vor 100 Jahren die Kartoffeln in den Boden gesteckt.
So, jetzt habt ihr es bei Eireihe gesehen. Ich lasse es jetzt mal ein wenig schneller laufen, das Video. Ist ja eigentlich ganz simpel. Graben machen, bis sie ausbreiten, Kartoffeln nähren und nächste Graben machen. Laura mache ich zwei Reihen. Den Versuch starte ich jetzt mal, die Kartoffel zu halbieren und in den Boden reinzulegen. Natürlich mit dem Keimlingen nach oben und mal gucken, ob sie wachsen. Geile Farbe, oder? Sag doch mal ehrlich. Herrlich, wenn der Bagger mal aus ist. Aber die Nachbarschaft muss auch was schaffen. Also da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie die wachsen, auch wenn sie halbiert sind. Ich habe schon Videos gesehen, da haben die Bauern die Kartoffel halb in den Boden gesteckt. Ich habe auch gesehen, dass bei manchen Bauern viele Lücken waren. Ich bin der Meinung, das waren die halbe Kartoffel. Aber ich probiere es einfach mal aus. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Und ich will ja nicht ein Jahr von den Kartoffeln leben. Das ist ja alles nur hobbymäßig, was ich hier betreibe. Ziehe ich gleich die nächste zwei Gräben für die Pflanzkartoffel. Weil da kommen jetzt die nächste Sorte rein. Nächste Sorte ist die Pflanzkartoffel Jelly, die hatte ich schon mal. Das ist eine feste Kartoffelsorte, eine fest kochende Kartoffelsorte, eine mittelspäte Sorte und ich hatte da schon wirklich geile Knollen gehabt, also richtig schöne große Knollen. Hier, wie ihr sehen könnt, ich habe meine Kartoffel vorgezogen in einem dunklen Schrank. Ja, und so ein Eierkarton drauf. Da haben sie dann so circa 3 Wochen drin gelegen. Der Schrank war dunkel. Da konnte die schön vorkeimen. Fand ich eigentlich eine super Idee. Also habe ich auch das erste Mal so gemacht und hat eigentlich auch wunderbar geklappt. Es kommen ja, wenn man Kartoffel bestellt, immer 10 Stück. Und ich hatte echt schon, wie ich die Menge gesehen habe, was ich setzen will. Oje, kriege ich die alle in mein Beet. Ah, hat aber alles einwandfrei funktioniert.
meinem ersten Gartenjahr habe ich ja auch eine Reihe Kartoffeln gemacht. Das war auch die Celli. Und wie ich eben schon gesagt habe, das waren so super große, dicke Knolle. Deshalb habe ich die auch wieder genommen. Und die Laura, die erste Sorte, die ich hier gesetzt habe, habe ich jetzt mal als zweites Versuch Kartoffel auserwählt. Heiliger Gott, ich weiß wieder nicht, was ich alles schwätzen soll. Einmal Kamerastativ umstellen. Und dann geht's zur letzten Sorte. So, nochmal die Kamera wären anders da positioniert. Und dann geht's mit dem Andi-Superfluch einmal durch den Boden. Also Edu, da hast du dir echt was Tolles einfallen lassen, dass du das Gewicht da hinten drauf geschweißt hast. Das ist einfach ein super Flug. So, aber jetzt genug von dem Fluggeschwärme, weil sonst kriegt man Frauen noch Eifersuchtsgefühle. Das wollen wir ja nicht. Man merkt halt auch bei dem Durchgehen durch den Boden, dass nicht alles hundertprozentig locker ist. Da, wo der Flug dann einfach eine Kurve macht, da waren dicke Brocke. Und das hat er einfach nicht geteilt. Und da musste ich halt dann nochmal drüber gehen. So, und hier starte ich einen Versuch. Hier starte ich den Versuch mit den Kartoffeln von den Edeka in der Reihe. Bin mal gespannt, wie die werden. Die pflanze ich jetzt auch ein bisschen enger, weil das soll ja noch. Ja, ja, die Rarerei, der schnauft wie ein Walross. Brauchst du gar nicht enger setzen, weil es reicht nämlich ganz genau. Hier habe ich auch halbe Kartoffel dabei. So, Kartoffelanzucht fertig. Das Kartoffelsetzen in die Erde ist jetzt beendet. Ich zeige es euch mal. Ne? Also das ist der Versuch. So sitzen sie. Ne? Schön in Reihe und Glied. Schon wieder ganz schön warm. Jetzt nehme ich die Schippen, mach's einfach erst mal zu. So, das Ganze lassen wir jetzt mal ein wenig schneller durchlaufen, weil das Video ist ja jetzt auch schon ziemlich lang. Aber was soll ich daraus jetzt einen Zweiteiler machen? Deshalb habe ich gesagt, komm, Kartoffelsätze gibt nochmal ein längeres Video. Und von daher kann man sich das ruhig mal Odu.
Jetzt werde ich nochmal mit dem Reiche alles ein wenig beischeren. Oh, nicht so fester drauf, glaube ich. Das ist ein ganz harter Lehmbrocken. Zack, der geht fort. Batsch. So, jetzt räche ich nochmal während alles nuff. Festige den Damm. Genau, schön glattstätschle oben drauf. Dass es auch aussieht wie echte Kartoffelmiede. Oder Kartoffelhaufe oder Kartoffelwall. Ich weiß nicht, wie sagt man dazu. Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben. So, noch mal wenig Plattdätschle. Aber ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus für einen ersten großen Versuch für Kartoffelanbau. Also ich würde sagen, dafür, dass ich das allererste Mal in der Menge Kartoffel anpflanze und dass ich das eigentlich das allererste Mal so mache, habe ich das ganz gut gemacht. Muss ich mich mal selbst loben. Da ist der Bauer wenig stolz drauf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. So setze ich meine Kartoffeln in den Boden und beim nächsten Video schauen wir mal, wie sie wachsen. Lasst ein Like und ein Abo da. Vielen Dank, dass ihr eure Zeit geopfert habt, mein Video zu sehen. Nein, Spaß beiseite. Ich hoffe, die Videos machen euch Spaß. Sagt's weiter. Aktiviert die Glocke, da verpasst ihr kein weiteres Video. Gehabt euch wohl. Und kommt gut durch die Corona-Krise.